Diese Nachricht sorgt für Gänsehaut und Schock bei allen Goodbye Deutschland-Fans. Steff Jerkel soll angeblich gestorben sein. Ein Post mit der Falschmeldung und der Überschrift Traurige Nachricht? Goodbye Deutschland Star. Steff Jerkel ist tot, kursiert im Netz. Goodbye Deutschland, Steff Jerkel und auch der Sender selbst melden sich zu den Fake News auf Instagram. So veröffentlicht der Auswanderer die Überschrift des Artikels und schreibt dazu: Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Alles gut. Witzig finde ich es auch nicht. Für meine Mutter war es ein schlimmer Schock, weil sie es per Telefon erfahren hat. Da bekommt man Gänsehaut, setzt er fort. Auch die Goodbye Deutschland Instagram-Seite äußert sich dazu und schreibt in einer Story: Schock. Fake News über Auswanderer Steff Jerkel kursieren im Netz. Steff Jerkel geht es mittlerweile zum Glück recht gut nach seiner Krebsdiagnose. Der Goodbye Deutschland Star hat schon seit Jahren mit seiner weißen Hautkrebserkrankung zu kämpfen.